Ja, hallo, servus, ich grüße dich, der Helmut ist hier und ich freue mich, dass du bei dem Video mit dabei bist. In dem Video heute geht es um meine subjektiven Empfindungen im Unterschied zum Nachtleben von Pattaya und hier in Bangkok. Und zwar, weil es immer wieder fragen mich halt Leute, wie sieht es so aus? Viele Leute würden gerne nach Thailand kommen, kommen nicht hin, wie sieht es denn da aus, wie sieht es denn dort? Nach der Sechsergasse in Pattaya habe ich super viele Nachfragen, ob ich nicht da auch einmal durchlaufen könnte. Und ja, ich will es eigentlich nicht so wirklich. Das ist nicht so mein Ding, mit der Kamera so speziell durch Bars durchzulaufen. Ich finde das so ein bisschen komisch grindig manchmal. Ich bin eh sehr schmerzfrei in vielen Sachen, aber das finde ich halt nicht so cool. Und ja, und auch in Bangkok, Leute fragen mich so, wie, was, wo los ist und so weiter. Und deswegen, ich sage halt, ich bin keine objektive Plattform, um irgendwie die Sachen zu bewerten, was jetzt wirklich hip ist. Ich habe eine kleine subjektive Wahrnehmung, wie ich die Welt wahrnehme, wenn ich nach Pattaya komme, wie ich Pattaya wahrnehme, wenn ich nach Bangkok komme, wie ich Bangkok wahrnehme. Daher subjektiv. Wer nicht damit umgehen kann, dass ich meine Meinung sage, wie ich das erlebe, der soll irgendeinen neutralen Kanal vielleicht besser schauen. So, aber okay. Vielleicht fange ich zuerst an mit Pattaya oder Bangkok. Was gefällt mir eigentlich besser? Das behalte ich bis zum Schluss auf. Beziehungsweise wahrscheinlich ergibt sich sie aus dem Video heraus. Mit Pattaya muss ich sagen, da war ich ja vor dem Lockdown. Und mir hat es damals sehr gut gefallen, weil ich so ein bisschen, wie soll man sagen, einmal ein bisschen auf den Putz hauen wollte, nachdem ich ja wie ein Mönch gelebt habe, im Kloster eigentlich für mehr als 3 Jahre, wollte ich so ein bisschen aus mir herausgehen, da hat mir Pattaya vom Lockdown gut gefallen. Danach war ich ja im Lockdown 2-3 Mal, glaube ich, ja in Bangkok und auch in, wo war ich denn da, in Pitlok, Pitsan, na, Phetchabun war ich, glaube ich. Das fand ich ja vom Lockdown her ziemlich geisterhaft. Und Bangkok hat mir damals auch nicht so gefallen. Da war ja der richtige Lockdown, kein Kaffeehaus offen, nichts. Da war Bangkok übelst. Und da bin ich ja auch nach Pattaya gefahren und trotzdem fand ich Pattaya irgendwie, also damals, wo auch noch alle Lokale faktisch zu waren, besser, aber da war halt so am Schwarzmarkt sozusagen ein bisschen offen an der Straße, die Leute, die halt Bier verkauft haben. Das habe ich in Bangkok damals nicht kennengelernt, deswegen war irgendwie trotzdem mehr Stimmung in Pattaya. Aber jetzt bin ich ja zurückgegangen nach Pattaya zuerst und war da circa 2 Wochen in Pattaya und ich muss sagen, für mich eigentlich perfekt. Denn sonst waren ja so die Plätze, wie so die Diskotheken und so weiter, extrem, weiß ich nicht. Jetzt, ich kann nicht sagen für immer, aber wenn ich reingegangen bin, hatte ich das Gefühl, dass es sehr für meine Bedürfnisse ziemlich überfüllt ist, wo ich mich nicht wohlfühle. Ich fühle mich nicht wohl, ich weiß, der Mob will immer dahin, wo alle sich schon drängen drin und man nicht weitergehen kann. Das ist aber nicht mein Ding, wo ich mich wohlfühle. Ich fühle mich wohl, wenn so ein Laden zwischen 1/3 und 2/3 voll ist. Und das war es jetzt eigentlich, bis aufs 808 in der Walking Street. Das habe ich immer noch. Aber das ist auch nicht so mein Publikum, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da ist von der Kultur, die ich da im 808 davor getroffen habe, habe ich alle mit dem Shisha rauchen, an jedem Tisch wurde Shisha geraucht, ich weiß nicht, habe ich da irgendwas verpasst. Da fehlt mir das irgendwie, ich check's nicht, ganz ehrlich. Vielleicht kann mal jemand in die Kommentare schreiben, was da am Shisha rauchen, was da dieses super tolle Ding ist, ich check's nicht. Ich gucke rüber und denke mal, ich sag's lieber nicht, was ich mir da denke. So, das ist auch sehr subjektiv. Aber ansonsten, so wie ich war im Lucifer, das fand ich richtig cool, aber vielleicht so 1/3 voll. Und ich fand das Publikum, das finde ich irgendwie so in Ordnung, wenn man nicht so dicht an dicht, dann ist vielleicht auch gut, aber man kann den anderen eh nur noch ins Ohr brüllen, dass irgendwie bewegen kann man sich auch nicht wirklich. Hat mir sonst nicht so gut gefallen, was mir jetzt eben sehr, sehr gut gefallen hat. Die andere Sache auch, also, ja, zum Beispiel, die Diskotheken sind ja de facto alle in der Walking Street. Und, ja, die Walking Street auch, man kann so sagen, die halben Läden sind zu, die halben sind auf. Die fand ich auch ziemlich cool eigentlich, so wie es ist.
Es ist nicht überfüllt, es ist aber nicht leer. Es ist nicht so, dass du reinkommst und es ist komplett, manche schon, da kommst, aber das war vorher auch schon. Da war vorher auch, manche waren super leer und manche waren voll. Ich weiß nicht, wie die das Marketing da betreiben, das obliegt ja jedem selber. Und an und für sich finde ich das, ja, wie soll ich sagen, ich finde es für mich halt so irgendwie passend, wenn es nicht so überfüllt ist. Dass nicht so viele Leute auf der Straße, das finde ich irgendwie besser. Aber trotzdem eine Bewegung. Also im Bad, es ist trotzdem Bewegung, so wie es jetzt ist. Dann das nächste ist, was eigentlich für mich jetzt, ich habe schon gesagt, die Sechsersäule ist nicht so mein Ding. Mit dem kann ich nicht wirklich was anfangen. Das ist eine Straße, wo die meisten, auch ich lese es immer wieder, die Ausländer am meisten begeistert sind von, ich gehe dahin, ich war zweimal da. Also um das zu, einmal, wo mir jemand gesagt hat, ist die super, die beste Straße oder die beste Gasse, da dachte ich mir, ja, ich finde es nicht die beste Gasse. Ich check eigentlich das Ding nicht, wie das abgeht da drüben. Aber, und dann war ich noch einmal da, um mir das wirklich einmal durchzulaufen, anzusehen und auch mal in einen Laden oder in einen zweiten Laden, ich glaube in zwei Läden war ich, wo ich mal ein Bierchen gegönnt habe und habe mir gedacht, ich, wie gesagt, jeder hat eine andere Präferenz. Daher ist für mich halt die Soi-Burkau jetzt in Pattaya dann die andere Straße, wo ich ja eh ein Video gemacht habe, wo ich durchgelaufen bin, wo ich auch sagen würde, ich glaube so die Hälfte ist in etwa geschlossen, die andere Hälfte hat auch. Ich finde die Stimmung relativ gut, so sagen wir, also überdurchschnittlich gut, weil ich mir denke, dass den Leuten ja eigentlich gar nicht so gut geht und die Stimmung fand ich eigentlich über besser als vorher eigentlich. Also vorher, wo die ja, wann war ich hier in der Hochsaison eigentlich, da standen die alle rum und so, ja, hier alles pleite, alles kein Geschäft, kein Business und so weiter. Und jetzt ist tatsächlich, also viel weniger als damals, potenziell auch viel weniger. Und trotzdem habe ich das Gefühl, die haben eine super coole Attitüde, eine super coole Stimmung irgendwie, super positiv gestimmt. Das ist mein subjektiver Eindruck und deswegen gefällt es mir sehr, sehr gut. Also die Soi-Burkau für mich, ja, ich hätte jetzt fast gesagt, fast perfekt. Also es ist nicht so viel los. Ja, es ist nicht so viel los, aber es ist auch nicht leer. Es ist auch, was man sagen muss, es ist ja so das Stereotyp, so vom Bierplatz hat einen Typen, der irgendwie in Pattaya abhängt. Jetzt an im Lockdown ist es so, dass ich eher da so 50-50, 50-50 sehe. So die eine Hälfte, die Bierplauts hatten und die andere Hälfte sind die, wie ich sagen würde, die Steroidspritzen, die durch die Gegend rennen. Also die sehen schon ziemlich stark aus. Also da habe ich schon das Gefühl, gucken wir mal nach, ob der vielleicht nicht die Nadel noch drin stecken hat. Also die nicht nur ins Fitnessstudio gehen, sondern sich auch noch irgendwelche Steroide, also irgendeine Hormone, was spritzt man sich da, Testosteron oder was, Testospritzen sollte ich vielleicht sagen. So sehen die aus. Ich habe da keinen Beweis, aber wenn man so ein bisschen sich für Fitness interessiert, dann kommt man schon drauf, wie viele die eigentlich noch beschissen aussehen, sich Sachen spritzen, wo du denkst, okay. Und damit meine ich jetzt echt, also wo ich mir echt, die sehen fast so aus wie ich und spritzen sich was, wo ich mir denke, Junge, aber vielleicht haben die dann extrem schlechte Gene, ich habe keine Ahnung. Aber bei manchen sieht man es halt sehr stark. Und das ist für mich so verwunderlich. Das ist mir vorher nicht so stark aufgefallen, dass so viele Bodybuilder versus Bierplauzen. Das ist eigentlich auch ziemlich krass, so die Extreme. Man sieht natürlich auch ganz normale, also Leute, aber eher im Geringeren. Du hast so die 25-30-jährige Testosteronspritze durch die Gegend wandeln und so den Blauzerten so ein bisschen so im Hauptfokus gesehen. Für mich subjektiv, wie ich das jetzt dann wahrnehme. Was eigentlich auch verwunderlich ist, müssen wahrscheinlich ziemlich viele Leute von denen ja hier wohnen, weil Urlaub geht ja momentan in Thailand nicht. Und in der Soi-Burkau, was ich so sagen will, weil mir ja Leute immer fragen, ich finde es halt von der Soi-Burkau für mich persönlich das Preis- und Leistungsverhältnis super ausgeglichen. Oder ausgeglichen, akzeptabel, wie man das auch immer sagen will. Und zwar, du hast immer zwei Perspektiven, kann ich mir was leisten. Früher, als ich noch
Unternehmer war in Österreich, in Velden. Ich habe mich gefreut, vor 15 Jahren dahin zu gehen, fürs kleine Bier 11 Euro zu bezahlen. Ich habe mich gefreut, weil da standen gewisse Leute dann nicht neben mir, weil das Bier eben 11 Euro gekostet hat. Und ich habe es genossen. Aber dafür standen gewisse Leute nicht neben mir. Das war dann reserviert für die Jungen und Schönen und Reichen in Velden. Und das hat mir gefallen. Dafür habe ich eben gerne mehr Geld ausgegeben. Und das meine ich so mit einer Basis. Es gibt ja immer, wie viel Geld hat man, wie viel ist einem etwas wert oder wie viel kostet etwas so generell. Und wenn ich das jetzt so von Europa vergleiche, dann ist jetzt nicht alles ein super Schnäppele für ein Entwicklungsland hier. Aber so über Kau, so wie ich gesagt habe, 55 Baht, okay, ich glaube, das ist der billigste Laden. Mit die 55 Baht für ein Bierchen, super. Perfekt. Ich kriege jetzt eine Unterbrechung. Ich muss jetzt dann einmal kurz Schluss machen. Das ist der Vorteil, wenn man ein Skript hat. Ich habe keines. Das ist der Vorteil, wenn man sein Gehirn benutzen kann, dann merkt man sich noch immer ein bisschen, wo man war. Ich hoffe es zumindest. Wir waren bei den Preisen, glaube ich, ja, in der Solburg-Kau. Und 55 Baht, der billigste Laden, aber das ist okay, was ist das? 1,50 Euro, ein bisschen mehr für ein kleines Bierchen, das passt. Du stehst an der Straßenbar irgendwie, da ist nichts Besonderes. Und ich finde das okay, ich finde das mit dem Ambiente alles okay, es ist sein Geld wert für mich. Es sind die anderen Läden, wo ich ja gerne hingehe, mit ein bisschen, wo man gerne auch mal betreute Sitzen haben kann. Super, ich bin halt ein Biertrinker und dann denke ich mal, okay, wenn ich ein Bier so unter 2 Euro kriege oder um die 2 Euro, dann ist das für mich okay. Sogar mit Aircondition und so weiter. Eigentlich günstig, muss man echt sagen, zum Teil sehr, sehr günstig, wie ich das so sehe. In Pattaya jetzt an, überhaupt für Männer, wenn ich rede jetzt für Single-Männer, es ist eine Augenweide, also das meiste, ganz selten, dass da die Augen schmerzen von dem, was du siehst, das meiste ist eine Augenweide. Ich habe es wirklich genossen, ich fand den Vibe schön, wirklich prima, hat mir gut gefallen. Jetzt dann hier in Bangkok zu sagen, versus, also das Pattaya versus das Bangkok, weil viele Ausländer sind von Bangkok begeistert. Und da passt das Thema auch mit dem Finanziellen vielleicht. Bangkok habe ich sowieso, wo ich letztes Jahr hierher kam, ja relativ teuer empfunden im Vergleich zu Chiang Mai zum Beispiel, wo ich halt vorher war. Das Essen war halt irgendwie, wo ich in Chiang Mai für 30, 40 Baht gegessen habe, war halt hier 60, 70 Baht. Das kann man sich leisten, natürlich aus europäischer Sicht wird man sagen, billig, aber es ist ein Straßenessen. Du bist jetzt da nicht drinnen, wo du einen monstermäßigen Schreinerstuhl hast mit einem Schreinertisch. Du hast da irgendeinen Gartenstuhl, den du beim Obi normal für 1,50 Euro kauft und so ein Gartentischchen, so ein Blechtischerle, das, wenn der Suppenteller drauf gestellt wird, dann wackelt das die ganze Balanke. Also es ist ja auch von der Qualität her nicht, wie man es jetzt aus Europa kennt, das ist meine subjektive Sicht. Und deswegen, ich habe es halt für Schwellenland, Bangkok empfinde ich im Schnitt nicht so günstig. Wenn man länger da ist, dann entdeckt man natürlich auch, wo die Einheimischen hingehen und so weiter, wo die auch eben die Garküchen sind, wo man eben auch für 35 oder 40 Baht sein Essen bekommt, das auch wieder günstiger ist. Aber okay, geht ja ums Nachtleben. Und beim Nachtleben sowieso in Bangkok habe ich so für mich, es gibt da viele Plätze, aber ich glaube so hauptsächlich gibt es so zwei Hauptplätze. Das eine ist, glaube ich, dieses älteste, was es hier, Vergnügungsviertel aus Thailand, vor Pattaya noch, ich glaube, das Pat Bong in Bangkok. Da war ich vor dem Lockdown, das habe ich eigentlich lustig gefunden, von den Preisen her teurer als Pattaya, aber es ging irgendwie. In meinen Augen, es war da drüben in meinen Augen eine gute Stimmung, die war, weil ich weiß nicht, wie ich sagen, nicht, dass du dich fühlst wie im Paradies, aber wo du sagst, ja, es ist okay, da kannst du hingehen. Ich habe auch zum Teil damals vor dem Lockdown hier in der Nähe da drüben gewohnt. Das ist ja beim Lumpini Park in der Nähe. Und da war das eigentlich ganz cool. Und jetzt bin ich ja in der Nähe von Sukhumvit und das ist so die zweite Area. Da gibt es das Nana Plaza, das so bekannt ist, bis runter zur Soi Cowboy. Das ist also ein Abschnitt in der Sukhumvit, wo halt so quasi das
für Single-Männer, sagen wir mal so, das Nachtleben abgeht. Aber da gehen auch viele Frauen hin, also auch Urlauberinnen und so weiter. Also, aber ich erzähle es jetzt mal aus der Sicht eines Alleinstehenden oder eines Mannes, sagen wir mal generell so. Viele der Männer sind ja auch nicht alleinstehend, die nach Thailand auf Urlaub fahren, aber egal. Und was mir halt auffällt, du hast so in der Sukhumvit auch sehr, wie soll ich sagen, qualitativ hochwertige Läden, wo es auch teurer ist, die aber auch einen besseren Service, sagen wir mal, bieten, wo du jetzt nicht so auf Billigstühlen sitzt, sondern schön massiv gebaut. Du merkst auch von der Bedienung, es ist Wert darauf gelegt, dass die Bedienung eine gewisse Ausbildung hat, ein gewisses Zuvorkommen, dass du als Gast irgendwie besser wahrgenommen wirst, und das ist auch normal, dass du da mehr bezahlst. Und generell finde ich halt die Sukhumvit im Prinzip halt sehr, sehr teuer. Wenn ich dann in den Laden gehe, wo ich merke, okay, passt, man bezahlt mehr, dafür ist die Qualität besser, da hatte ich so subjektiv für mich das Gefühl, dass in solchen Läden ich es günstiger empfunden habe als in normalen Thai-Läden. Weil dann gehe ich eben, du hast da auch sehr viele so an der Straße, so Straßenbars und so weiter. Und das ist halt so mein Ding. Also wo ich da durchgelaufen bin, ich laufe da durch und dann ist da einfach an der Straße, da steht ein billig Tischlein und dann kostet ein kleines Bier halt 3 Euro. Und dann frage ich mich, warum bezahle ich an der Straße, wo einfach nur der Tisch da drüben steht, 3 Euro für ein kleines Bierchen? Das verstehe ich jetzt. Für mich so persönlich finde ich das teuer. Wie gesagt, ich habe das gesagt, ich war gern in Felden, habe gern damals 11, 12 Euro schon bezahlt fürs kleine Bier, aber das hat den Grund. Du stehst da an der Straße und ich denke, es ist ein mega Preis für ein kleines Bier, 3 Euro an der Straße, ohne dass du da groß irgendwie einen Aufwand, sagen wir in den Bessern, da hast du auch noch schöne Toilettenanlagen und da für 3 Euro hast, ja, dann kannst du da überhaupt nur, wenn es geht, 300 Meter weiter rennen auf die Shell-Tankstelle und alles so Sachen. Und da denke ich mir, das ist einfach super teuer, für mein Empfinden super überteuert. Ich glaube, es wäre auch egal, wie viel Geld ich besitzen würde. Ich würde auch, wenn ich jetzt 3 Millionen Euro im Rücken hätte, sagen, ich finde 3 Euro für ein Bier an der Straße, wo es dreckig ist, teuer. Die nächste Sache ist, dass du da Damen hast in diesen Bars, wo ich mir denke, ich würde in keine normale Bar in Europa nicht reingehen wollen, um irgendwelche Frauen anzubaggern, wenn man das so bezeichnet, die so aussehen. In die Bar würde ich generell nicht reingehen. In so eine Ü40 Bar. So. Gefühlt. Manche gibt es auch, die sind nur Ü30. Aber der Hauptteil, kommt mal vor, so Ü40. In Bangkok jetzt. Und das ist ja super, deswegen verstehe ich die Ausländer nicht so. Ich würde echt gern wissen, wie die denken, die sagen, ey, Bangkok super. Und ich stehe da, denk, weil ich probiere es ja trotzdem aus, mal die Atmosphäre irgendwie zu fühlen. Und trinke da mein Bierchen und dann denke ich mir, jetzt werde ich da irgendwo von einer 45-Jährigen, an der ich kein Interesse jemals hätte. Also da würde ich auch, wenn man in Europa dieselbe Frau mich auf ein Getränk einladen würde, würde ich sagen, danke, ich trinke mein Bier alleine, möchte meine Ruhe haben. Und die labern die halt an da eigentlich, dass du denen dann noch einen Drink bezahlst, der aber nicht 3 Euro kostet, sondern 5 Euro. Und da denke ich mir so, was ist das Coole jetzt hier an Bangkok, dass ich hier an der Straße 3 Euro für ein kleines Bierchen bezahle, das du in Deutschland niemals bezahlen würdest. Da wird es Bier wahrscheinlich 1,50 Euro kosten in so einer Gegend. Von den Frauen weiß ich jetzt am Vergleich, weiß ja nichts zu Deutschland, aber wo ich mir denke, ich weiß nicht, und es ist ja kein, ich verstehe es einfach nicht. Ich frage mich, warum steht die alte Frau hier und textet mich an, ob ich hier einen Drink ausgebe, der noch einmal noch teurer ist, mit der ich mich ja nicht unterhalten will, weil da gibt es so diese Phrasen, so Hi, how are you, where you come from, what your name? So irgendwie so ein, du merkst, es ist kein Spirit dahinter irgendwie. Es ist, keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Deswegen ist für mich
Bangkok, wie ich das so subjektiv sehe, und da war ich war da in so zwei so Gassen drin, wo ich mir dachte, beim einen, da hat das Bier dann noch 110 Baht gekostet, aber die hatten dann auch Klimaanlagen zum Teil, so ein extra Raum noch mit Klima, da musste es nicht an der Straße, sondern gab hinten noch ein bisschen einen klimatisierten Raum. Aber auch das Gleiche, es ist so, du trinkst halt ein Bierchen im klimatisierten Raum. Das ist für mich so, da kannst du auch beim Nettomarkt dir dein Bier holen und bei dir zu Hause im Keller trinken, wo es auch schön kühl ist, weil das Ambiente fehlt. Also ich finde es halt, das Ambiente, also ja, für einen, wenn das Bier 1,50 Euro kosten würde oder 1 Euro, dann wird das irgendwie noch passen, dann würde ich sagen, ja, es ist eh wenigstens so Unterschicht auch vom Preis her, aber es ist, wirkt für mich wie Unterschicht vom Niveau, aber Preisniveau für ein Entwicklungsland. Ja, ich würde sagen, über. Also nicht an der Obergrenze, sondern in meinen Augen über. Da ist auch wenig los in Bangkok, habe ich so das Gefühl. Also wie jetzt an den Pattaya auch, aber in Bangkok halt auch irgendwie wenig los. Oder ich war dann auch eben eh in dem Nana Plaza einmal. Das erste Mal jetzt, dass ich hier was getrunken habe, weil es mir sonst zu teuer ist. Es ist auch jetzt dann teuer, weil so die Getränke irgendwie 160 Baht kosten. Und das finde, also das sind 5 Euro und das finde ich megamäßig teuer einfach. Und aber ich habe mir eben einmal gedacht, okay, ich schaue jetzt dann wirklich einmal da durch. Es ist ein bisschen wie in Pattaya, aber ich fand halt die Stimmung, alles zusammen, auch sehr nett da drin, also ist nicht, dass unnett war. Aber ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Vielleicht für die Leute, die das Geld haben, wenn die ins Nana Plaza gehen, dass die dann sagen, ja, das ist irgendwie trotzdem prima oder irgendwie, aber für mich einfach, ich gehe da rein und viele Läden haben für mich sowieso eine komische Stimmung, da gehe ich nur rein und dann passt das irgendwie so von der kompletten Atmosphäre, wie das da drin ist, so nett, dann gehe ich eigentlich wieder. Und das ist eben, ja, deswegen empfinde ich persönlich jetzt halt so Bangkok, Bangkok hat so gewisse Sachen, wie gesagt, ich war ja, achso, was ich ja vergessen habe zu sagen, ich war ja auch einmal in diesem Patpong jetzt an, da ist zwei Drittel, habe ich so das Gefühl, geschlossen, eine Gasse ganz zu, da sind ja eigentlich nur so zwei Gassen, eine Gasse ganz zu, in der anderen Gasse das meiste zu, und oder auch vieles zu. Und da war die Stimmung, die hatte ich vorher, weil fand ich die Stimmung irgendwie lustig und cool, so man geht irgendwo hin, ohne ein Ding, aber du gehst einfach aus und denkst, da passt, du gehst, auch wenn du alleine wieder nach Hause gehst, du hast irgendwie Spaß gehabt, es war irgendwie, du konntest was geben oder wie auch immer. Und das war diesmal im Patpong nicht so, da hatte ich das Gefühl, die Stimmung ist sehr gedrückt, vielleicht wirklich, weil da sehr viel zu ist da drüben. Da war halt so eine gedrückte Stimmung, die im Nana Plaza nicht so war. Da hatte ich das Gefühl, dass die lockerer war, aber ich finde es halt von den Preisen her irgendwie so, keine Ahnung, das ist halt nicht so mein Ding, wo ich da sage, ja, ich gehe da rein und klopfe mir dann halt für 5 Euro, ich weiß nicht, 4 Getränke sind 20 Euro weg. Ich glaube, ich wäre da auch nicht glücklich, wie gesagt, wenn ich 3 Millionen im Rücken hätte. Im Nana Plaza habe ich es nicht so überteuert empfunden im Verhältnis zur Straße. Ne? Weil wenn der da drüben 5 Euro bezahlst, aber du bist ja wenigstens klimatisiert und bist irgendwie, wo da Leute für dich tanzen und so weiter, da ist das ja gerechtfertigt im Verhältnis zur Straße, wo du 3 Euro bezahlst, nichts hast, schwitzt wie hier, weil es heiß ist und dann wirst noch im Nana Plaza die meisten Augenweide und auf der Straße hatte ich echt so das Gefühl, da haben wir die Augenschmerzen angefangen bei manchen, wo ich da hingeguckt habe. Subjektiv, ne, weil es sehr subjektiv ist. Aber das fand ich halt so, ja, und das finde ich jetzt so hier nett. Ja, ich finde Nachtleben, muss ich ganz ehrlich sagen, in Bangkok bis jetzt an nicht cool. Also mein Fazit,
Pattaya finde ich persönlich toll, weil es halt bietet, was man so, für mich jetzt ein Subjektiv, weil es bietet, was für mich interessant ist, weil ich eben dann auch auf dem Motorrad steigen kann und in ein paar Minuten irgendwo in der Natur bin, das ich cool finde. Das ist halt in Bangkok natürlich sowieso nicht so. Aber jetzt dann eben auch vom Nachtleben, das ist irgendwie in Pattaya, das passt für mich, das ist für mich irgendwie cool, während ich halt Bangkok in meinen Augen überteuert finde. Wie gesagt, vielleicht Nana Plaza, wenn man so als Mann da drauf steht und von Europa kommt, wird man es, glaube ich, nicht als teuer empfinden. Schätze ich, würde man es nicht so als teuer empfinden, aber die Soy Cowboy darüber möchte ich eher fast, ja gut, die Soy Cowboy ist auch noch, die finde ich auch zum Beispiel, also die finde ich extrem teuer, obwohl in der Soy Cowboy, muss ich sagen, war ich bis jetzt an, doch, ich bin durchgelaufen, aber da war schon irgendwie Schluss, da hatten die schon zugemacht, ich glaube, da haben auch die Läden auf, aber da war sowieso schon Mitternacht vorbei und irgendwie alles geschlossen. Ansonsten fand ich die Soy Cowboy sowieso, die Leute so begeistert, ich dachte mal, muss ich unbedingt mal sehen, ich bin die durchgelaufen, ich dachte mal, nee, muss ich überhaupt nicht sehen, aber das ist so meine Empfindung, auch mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis und mit der, ich weiß nicht, wie man das bezeichnen sollte, mit dem Entertainment, ich fand, für mich persönlich. Aber jeder sieht das, wie er das sieht. Bin neugierig, wie du das siehst. Schreib gerne in die Kommentare, was deine Meinung dazu ist. Ob du da irgendwelche Tipps hast für Bangkok oder wie du das empfindest, dass das billig ist, teuer ist, wie auch immer. Ich freue mich darüber und sage Servus, alles Gute, bis zum nächsten Mal.